Lieben, herzlich willkommen. Wir sind schon bei Türchen Nummer 10 des HTS Adventskalenders. Heute nehmen wir uns mal die Leinenführigkeit vor. Die Leinenführigkeit stellt bei HTS das absolute Fundament für einen späteren Freilauf dar und ist deswegen wirklich, wirklich wichtig. Ist ja auch irgendwo klar, wenn du noch an der Leine beim von A nach B Laufen mit dem Hund Diskussionen hast, dann ist doch klar, dass das nicht besser wird, wenn die Leine plötzlich ab ist. Deswegen achte heute ganz besonders auf einen ruhigen Start zum Spaziergang, entweder indem du an der Haustür bereits mit den HTS-Korrekturen arbeitest oder falls du mit dem Auto irgendwo hingefahren bist, auf ein schönes, langsames, konzentriertes und aufmerksames Aussteigen aus dem Auto Wert legst. Lass dich von deinem Hund auf gar keinen Fall antreiben. Stell dir auch vorher, wenn du die Leine bereits in der Hand hast, stell dir genau vor, an welcher Stelle der Hund laufen soll. Sehr viele Schluren da, dann ist so ein bisschen Kopf nach vorne okay, dann ist noch ein bisschen mehr Kopf nach vorne okay. Nimm dir doch mal für heute vor zu sagen, okay, der Hund läuft wirklich neben mir, vor meinen Füßen, der ganze Raum vor meinen Füßen ist mein Raum und an meiner Seite, da kann sich der Hund aufhalten. Und sei mit den Korrekturen auch mal so konsequent, dass du sagst, wenn der Hund nur daran denkt, in diesen Raum vor deinen Füßen, da wo bereits Spannung auf der Leine, wenn er diesen Raum betreten will, dass du schon davor den Gedanken korrigierst. Je mehr es dir gelingt, tatsächlich schon den Gedanken zu korrigieren, umso schneller und einfacher wird die Leinenführigkeit sein. Natürlich kannst du auch gerne ein paar Winkel mit einbringen auf dem Spaziergang, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Wenn du merkst, dass dir das alles sehr schwer fällt, dann nimm deine Spaziergestrecke, was weiß ich, die ist vielleicht 3 Kilometer lang und unterteilt sie in immer wieder leinenführige Abschnitte. Es gibt schon Hunde, denen es sehr, sehr schwer fällt, die Leinenführigkeit umzusetzen, besonders wenn sie schon sehr lange an der Leine gezogen haben. Und dann ist es in der Regel auch so, dass du ziemlich entnervt bist. Deswegen unterteil dir, wenn es dir schwer fällt, also wenn es dir nicht schwer fällt, nimm die ganze Strecke, einmal einen Leinenführigkeitsspaziergang zu machen. Und wenn es dir schwerfällt, unterteile deine normale Strecke in immer wieder konsequente, leinenführige Abschnitte. Ich bin gespannt. Ich weiß, das wird ein bisschen Arbeit heute. Wie war dein leinenführiger Spaziergang? Berichtet mir davon.